So, Sledgehammer ist ausgerüstet. Ich hoffe, ich finde hier eine Wasserflasche. So wird das nie was mit dem Farm-Simulator. Oh, ein Burlap-Sack. Ich habe einen Rucksack, Burlap-Sack und Seil. Juhu! Das ist gut. Ich habe ein Messer. Keine Ahnung wozu, ich habe ein Messer. Damit kannst du Dosen aufmachen. Kann ich mit einer Schaufel auch. Ja, die Schaufel kannst du aber auch als Waffe benutzen und dann hast du das Messer zum Dosen aufmachen. Ja, schon lustig, ne? Ich habe ein Messer und eine Schaufel. Was nehme ich als Waffe? Die Schaufel. Naja, die größere Reichweite. Du hast ja den Zombie Survival Guide gelesen, hoffe ich. Ja, ja. Aber hier geht es hauptsächlich um Spieler und nicht um Zombies. Wir gehen davon aus, imaginär, dass das immer noch eine Zombie-Simulation ist. Hust, hust. Wie, ist es kein globales Deathmatch mit nervigen kleinen Zombies? Nein. Apropos Zombies, für alle, die es interessiert, Arma 3 Epoch, auf dem Server, auf dem wir demnächst spielen, der von Zockers oder Zockers, keine Ahnung, wie man das jetzt ausspricht, die haben jetzt die Chernobyl Map, also die hier von DayZ, und da gibt es auch schon die ersten Skripte, zum Beispiel, dass Zombie-Horden rumlaufen. Und zwar richtige Horden. Nicht nur 2 oder 3, sondern so 10 und mehr, die dann alle auf einen zugerannt kommen. Machen leider noch nicht viel, weil das Skript noch nicht ganz fertig ist, aber es ist schon cool. Du musst mir nochmal diesen Link geben, denn mein Download-Link, der hat irgendwelche Macken. Okay, kann ich dir dann nachher machen nach der Aufnahme? Ja. Geben. Ist auf jeden Fall cool, es ist halt leider nur die alte Chernobyl Map aus halt Arma 2. Aber es hat schon ein paar Extras, die auf der Map nicht drauf sind, aber leider nicht Chernobyl Plus, was wir hier gerade spielen. Also die meisten Häuser sind noch nicht begehbar. Ja, nur die wenigsten sind begehbar. Aber dafür hat es neue Texturen, hochauflösendere. Es sieht schon sehr ähnlich aus von der Qualität her. Und es hat natürlich die schöne Mittelmeersonne von Arma 3 Altes. Ah, schön, schön. Wenn die Sonne morgens aufgeht, hat man ein richtiges Mittelmeer-Feeling. Mitten in Russland. Mm. Crossbow-Holocide. Bandagen. Was denn das? Eine Spritze. Lens-Flare-Attacke. Wie, spielt J.J. Abrams auch mit? Ich schaue so ein bisschen in die Sonne, dann wollte ich mal gerade so Lens Flare Effekt vor allen Dingen Effekt machen. Hey, Sie von J.J. Star Trek 2. Jetzt mit noch mehr Lens Flares. Oh ja, Lens das müssen wir mal bringen. Ein DayZ-Trailer auf unserer Webseite von J.J. Abrams. Lens Flare, der Film. Also ja, warte mal, beim nächsten Trailer gibt es eine J.J. Abrams Edition. Voller Lens Flares. Oh, lass mal Lens Flare den Film drehen. Wie, da guck mal einfach Star Trek. Der ist ja noch nie bei anderer Handlung. Ach. Meinst du eine Handlung, die um eine Lens Flare geht? Ja. Die kleine Lens Flare, die ihre Mama sucht. Genau. Schaut euch mal den Star Wars Episode 7 Teaser im Lens Flare Design an. Ja, die J.J. Abrams Edition heißt es, glaube ich. Also ich habe dann irgendwann aber ausgemacht, meine Augen haben mir so weh getan. Es ist aber so geil. Ja, das stimmt. Es passt ja auch. Es passt ungemein. Ich hab ein Shirt auf. Oh, ich bin sick. Ach komm, das ist doch zum Kotzen. Oh, apropos Kotzen. Ich muss noch was zum Kotzen suchen. Eigentlich müsste man sich auch demnächst den Finger in den Hals stecken können. Ja, das wäre super. Das würde jeder Vernunftbegabte machen, wenn er merkt, da stimmt irgendwas nicht. Ja, naja. Ich würde gar nicht wissen, warum mir übel ist, nachdem ich Regenwürmer gegessen habe, weil das ist ja nichts Schlimmes. Tja, wer weiß, wo die Regenwürmer vorher waren. Im Boden. Was haben sie da gegessen? Atomaren Müll? Dreck. Atomaren Dreck. Nee, ich glaube, Regenwürmer fressen die Dreck. Nee, die fressen keinen Dreck. Die fressen organische Reste, ne? Ja, sie graben sich ja schon da durch die Erde den Tunnel. Ja, gut, Maulwürfe graben sich auch durch, graben auch Tunnel, aber die fressen den Dreck nicht. Ich glaube, Regenwürmer, die schnabulieren sich da so ein bisschen durch. So, ich geh jetzt erstmal kotzen. Zumindest wurde es mir früher in diversen Zeichentrickfilmen so suggeriert. Oh toll, jetzt ist er nass, weil er mit den Füßen im Wasser steht. Das ist doch nicht wahr. Wird er noch mehr krank, gleich stirbt. Trink jetzt, bis er kotzt.
Oh, I'm going to vomit. Los, kotz, 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 kotz. Okay, geht nicht weiter. Man trinkt doch nicht. Ich bin rot stuffed. Das war ich noch nie, glaube ich. Ah, jetzt kotzt er. Wolljacke. Und ich bin nicht mehr sick. Juhu. Dafür verhungere ich jetzt. Ganzen Mageninhalt ausgekotzt. Ja, prima. Ich krieg erstmal eine Pepsi. Gar nichts. Genau, damit der Magen sich mal beruhigen kann. Hust, hust. Wie willst du sagen, das Sprite mit Pepsi macht nicht satt? Sit? Satt? Also, ich durfte früher immer, wenn mir schlecht war, Cola trinken, damit ich durch die Kohlensäure nämlich dann kotze. Ja, Cola und Salzstangen, das ist immer das Gute bei Magenschmerzen. Ja. Keine Ahnung wieso, ist nur Zuckerwasser und Salz? Ich glaube, es ist so ein, auch diese Kohlensäurekonzentrat, die Konzentration, die hilft dir dann halt, dass der Mageninhalt sich dann leichter erbricht. Ja, ich habe es ja nie getrunken, um zu brechen. Ich auch nicht. Nichts, nichts, nichts. Mein Hoodie ist nass, weil ich mit den Füßen im Wasser stand. Aha. Da oben ist nichts. Ist wohl der berühmte Kapillareffekt jetzt in Schuhen und Hosen. Tja. Ja, liebe Zuschauer, noch 10 Tage bei der heutigen Aufnahme. Noch weniger Tage, wenn ihr das Video seht, dann kommt H1Z1 raus. Ja, lass uns mal überraschen. Ja, und einen Tag danach, nachdem ich es runtergeladen habe, können wir es auch nochmal spielen. Ach, ich bin so gespannt, wie das läuft. Wahrscheinlich auch übel, weil wir nur auf dem Nee, es gibt einen Europa-Server. Vergiss, was ich sagen wollte. Gibt keinen Lag für uns. Hm. Apropos Lag, was macht der denn eigentlich? Der heißt schon wieder anders. Wie denn jetzt? Ich weiß nicht genau, ich habe kein Steam gerade nicht offen. Aber der heißt anders auf jeden Fall. Na gut, na gut. Was zu trinken? Ich war schon so oft in diesem Haus und jetzt sehe ich erst die Blutflecken auf dem Boden. Ich gehe jetzt auch noch ein paar Mal durch die Häuser hier. Ich hoffe, dass ich was Neues finde. Hoffentlich ist irgendwas respawned, seit ich weg bin. Eine Mütze? Brauche ich nicht. So, hier ist immer noch nichts. Der Pumpkin ist weg. Jemand hat meinen Pumpkin-Samen gestohlen. Ah. Irgendjemand war hier. Gucken, was ein anderes Feld macht. Ah, da hinten ist es. Ist da auch alles weg? War der Waschbär. Gibt's ja gar nicht. Alles weg, die Samen sind weg. Jemand hat alles gestohlen. Scheiße. Wer kann denn so viele Pumpkins tragen? Jemand, der ganz viel Platz hat. Aber die Dinger nehmen doch 2x2 Felder weg. Ein Pumpkin, habe ich gelesen. Entweder hat einen großen Rucksack oder sie waren doch mit. Ja, da kommen doch mehrere Pumpkins pro Samen. Oh, sie waren halt mit mehreren da. Na toll. So, wozu kann man in diesem Spiel Regenwürmer essen, wenn man davon kotzt? Eine Wasserflasche. Ja. Oh, ist das gut. Die hätte ich vorhin gebraucht. Und gleich noch Spaghetti hinterher. Oder vorher essen. So, ich suche nochmal eine Äpfel. Er tastet wie so ein Blinder an dem Baum entlang. Er hat nichts gefunden. Ach komm, lass es sein. Gute Wasserflasche, wo schon 1000 Leute rausgetrunken haben. Herpes. Ach, das ist ja nur das nicht das Schlimmste, was man sich da einholen kann. Das wär's noch, wenn man Herpes kriegen würde. So, meine Sicherheitshandschuhe habe ich auch wieder. Sicherheitshandschuhe? Meinst du eine Hitman-Handschuhe? Oh, wie lange er braucht diese Flasche? So, probieren wir das Ganze nochmal zu trinken.
So, jetzt habe ich erstmal eine Terminator-Jacke an. Jetzt geht's bestimmt aufwärts. Trink schneller auf Ex. Trinkt auf Ex. Wer ist Ex? Jupp, ganz genau. Gehe ich erst zum Bau? Ne, ich gehe erstmal da lang. Ich gehe jetzt nach Berezino zum Bau. Ich hoffe, ich bin bis da nicht totgehungert. Ja, dann sehen wir uns ja bald. Ich bin ja auch in der Nähe. Ach, Toxico und ich haben ja schon ein bisschen Arma 3 Epoch gespielt auf Zogger Server. Wir haben einen geilen Heli gefunden, haben den auf dem Dach von der Scheune geparkt. Jetzt ist er weg. Geklaut oder weggebackt? Ich habe keine Ahnung, er ist einfach weg. Ich nehme an, der ist geklaut. Ist echt dämlich, aber naja, war ja zu erwarten. Ne? Das war ein Hellcat-Heli, ziemlich geiles Teil. Wir haben schon ein paar Fahrzeuge. Was uns fehlt, ist ein bisschen schlecht. Metall für den Blockpole. Ich würde mir jetzt einen Rucksack finden. Ich finde jetzt hier die ganze Zeit Nahrungsvorräte und kann sie nicht mitschleppen. Burlap-Sack und Seil ergibt Rucksack. Plus Stöcke ergibt größeren Rucksack. Ich wäre froh, wenn ich Nahrung finden würde. Ich bin hydrated, aber fast am Verhungern. Ich glaube, ich laufe jetzt erstmal direkt zu dem Bau und gucke mich da nochmal um, bevor ich jetzt was anderes mache. Obwohl... Axt! Ich denke, ich werde erstmal den Supermarkt anschauen. Kann ich das Messer eigentlich auch liegen lassen? Ach, ich nehme es lieber erstmal mit. Ich will nicht mit der blutigen Axt meine Dosen aufmachen. Weißt du, wo suche ich jetzt Stöcke? Auf in den Nahkampf. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Nein. Nein. Ha. Getroffen. So, ich habe Improvised Backpack. 20 Slots, besser als nix. Reicht, ja, bis ich den richtigen Rucksack habe. Kinderrucksack. Das sieht irgendwie cool aus. Die Terminatorjacke und der Improvised Backpack auf dem Rücken. Das hat was. Die Schweißermaske sieht scheiße aus, aber was soll's. Egal, ich habe einen Kinderrucksack. Hey. Ich kann mehr Sachen tragen. Ach, ich weiß, dass du hungrig bist, Junge. Ich finde doch gleich was. So, nur töte ich wen und esse den. Und dann kotzt du wieder. Naja, dann krieg ich diese krasse Krankheit, wo er die ganze Zeit lacht. Primus oder so, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Hm. Fuck, Zombie, und jetzt sieht die ver... Ah, jetzt. Oh, grüner Kinderrucksack. Essen, essen, essen. Bleib bei dem blauen, der gefällt mir besser. Oh, Shotgun Shells direkt hinter mir. Juhu, ich habe etwas gegessen. Hey, hey. Jetzt habe ich wieder ein paar Minuten. Oh, ein roter Kinderrucksack, den lasse ich aber mal liegen. Oh, Leather Repair Kit, das ist geil. Kann ich gleich mal meine Jacke mit reparieren. Wunderbar, sieht wieder aus wie neu. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gute.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.